Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe ein Tauschpaket gemacht mit der lieben Sarah. Wir haben über Instagram uns geschrieben. Wir haben ausgemacht 15 Produkte und ja, wann das Video online kommt, das weiß ich nicht. Da könnte ein bisschen Zeit vergehen. Ich muss mal gucken, wie ich was online stelle. Ja, und zwar, wie gesagt, 15 Produkte. Ich werde nicht alles behalten, weil zum Beispiel ein was ist doppelt, also das habe ich selber schon. Das werde ich aber dann weitergeben und ein Tauschpaket oder irgendwie. Also sei mir nicht böse, es hat nichts damit zu tun, dass ich die Produkte nicht möchte oder so. Aber wenn ich sie doppelt habe, dann würde ich sie ungern im Schrank rumliegen lassen. Und zwar habe ich einmal einen Blush von Altera bekommen. Ich habe mich jetzt auch schon damit geschminkt, einen Look. Also der Altera Blush habe ich drauf. Der gefällt mir sehr gut, den behalte ich auch. Dann einmal von Astor diese Palette. Damit habe ich jetzt auch gerade einen Augenlook geschminkt, ganz schnell. Gefällt mir auch, gerade das Gold. Ja. Dann war drin von Yves Rocher einen Lip Primer. Der ist noch zu, den lasse ich auch zu, weil ich gerade einen offen habe. Den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Und von Trended Up einen Lippenstift in Nude. Den habe ich auch drauf. Der gefällt mir auch sehr, sehr buttrig, wenn man es sieht. Das gefällt mir sehr gut. Das werde ich behalten. Also diese vier Produkte werde ich erstmal behalten. Ja, wie gesagt, diese habe ich schon, die werde ich weitergeben. Dann war eine Palette von Manhattan in dieser Variante. Ich werde mich einmal damit schminken und gucken, weil ich bin nicht so der Schwarz-Fan. Mal schauen. Diese. Dann einen Monolidschatten von Essence. Dann einen Monolidschatten nochmal von Essence. Einen Eyeshadow von Essence in so einem Rosa. Einen Lippenstift in, von wem der ist, steht leider nicht drauf, in so einer dunklen Farbe. Ich habe es jetzt nur geswatcht, der war auch, glaube ich, schon noch neu, wenn ich mich nicht. Dann eine Lipstick-Palette von BH Cosmetics, ist auch unberührt. Eine Camouflage-Cream-Concealer von Essence. Das wurde vielleicht einmal getestet, wenn überhaupt. Das werde ich aber weitergeben. Ich nutze das nicht, sowas, weil ich sehr trockene Haut unter den Augen habe. Und das verstärkt das noch. Deswegen gebe ich das weiter. Dann eine Lidschattenpalette von Alverde in dieser Variante. Dies werde ich auch weitergeben, weil ich bin kein dunkler Typ. Ich weiß nicht, ich gehe einmal kurz rein in das Silber. Das Silber sieht sehr gut aus hier, aber ja, ich schmink mich nicht so mit dunklen Looks. Deswegen wird die weiter wandern. Und einmal Highlighter Twops, die behalte ich. Die sind ganz gut von Manhattan. Ja. Das war es auch schon. Ein ganz kurzer Tausch, klein und kurz, knackig. Ich danke dir, liebe Sarah, und ich danke dir, liebe Sarah, und vielleicht tauscht man mal wieder, wenn ich was übrig habe oder irgendwas. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!